Wenn wir dann zum Beispiel bei der Verwandtschaft von meinem Freund sind und da grillen wir, dann kommt es wohl auch mal vor, dass ich einen eigenen Grill mitnehme. Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs, ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Lena aka Vegane Hotzenplotz. Wie der Name schon vermuten lässt, ist Lena Veganerin und zeigt ihren Followern bei Instagram, wie man trotz stressigem Alltag vegan lebt und setzt sich außerdem fürs Tierwohl ein. Mit ihr habe ich mich darüber unterhalten, was die besten veganen Snacks sind und Foodspots in Braunschweig, wie sie die Umstellung auf die vegane Lebensweise vor über 5 Jahren gemeistert hat und warum sie regelmäßig ihre Patensau Hanna auf einem Lebenshof besuchen fährt. Wenn euch der Podcast gefällt, folgt uns gern bei Spotify und schreibt uns bei Insta, wen wir als nächstes einladen sollen. Jetzt aber viel Spaß mit YesBS. Ja, Lena, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Die erste Frage, vielleicht werden es deine Follower schon wissen, aber warum eigentlich der Name Vegane Hotzenplotz? Sehr gute Frage, das werde ich häufiger gefragt. Meine Mama hat uns immer früher den Räuber Hotzenplotz vorgelesen. Und irgendwie fand ich den total cool. Der hat ja, ich war vielleicht auch gerade in meiner Jugend manchmal so eine kleine Rebellin. Und das war dann tatsächlich auch mein Facebook-Name. Also da hieß ich dann immer Lena Hotzenplotz. Und irgendwie habe ich das nie so ganz abgelegt. Und als ich dann Instagram mir gemacht habe, war ich dann auch immer Lena Hotzenplotz. Und jetzt bin ich vegane Hotzenplotz auf meinem öffentlichen Profil. Ja, cool. Ja, die Leidenschaft für Räuber Hotzenplotz teile ich auf jeden Fall auch. Ja, sehr cool. Ja, ich habe vorhin auch mal, weil wir ja auch über Veganismus reden und so ein bisschen gegoogelt, was ist eigentlich Räuber Hotzenplotz in den, ich habe das früher mal als Hörspiel gehört, ich weiß nicht, ob du hast gelesen dann, ne? Ja, ich habe es vorgelesen bekommen eigentlich nur, ja. Ja, ich kann die Hörspiele auf jeden Fall für Leute, die jetzt, was weiß ich, Kinder haben oder die selber mal Bock haben, Hörspiele einfach reinzuhören, auch sehr empfehlen, richtig cool. Da sind die irgendwie, da stand auf jeden Fall, im Internet stand, er isst am liebsten Kartoffeln und Schnupftabak. Oh ja. Wobei Schnupftabak, ob man das jetzt essen sollte, weiß ich nicht. Und woran ich mich noch erinnern kann als Kind, irgendwie, dass es mal eine so eine Szene gab in irgendeiner von diesen Büchern, wo die dann Pilze zubereiten, so eine Pilzsuppe quasi, so Schwammerl irgendwie. Ja. Und dann so eine Pilzvergiftung sich einfach. Oh, also der Räuber Hotzenplotz hat dann so eine Pilzvergiftung. Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, aber schon ganz cool. Und ich glaube, und genau, einmal überfällt er die Oma und dann will er von ihr, dass sie ihm Bratwurst mit Sauerkraut macht. Genau. Ja, in deinem Fall dann eher vegane Bratwurst, aber ich meine, könnte man ja heutzutage auch easy würde machen. Würde ich trotzdem genauso nehmen, also vegane Bratwurst und Sauerkraut, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja, was ist deine Lieblingsbratwurst vegan? Machst du die selber oder kaufst du da eine fertige? Oder? Da kaufe ich eine fertige, am liebsten von der Marke Piece of Heaven, gibt es bei Rewe. Aha. Und die heißt die perfekte Bratwurst, glaube ich. Ja. Oder die Käsewurst von denen. Mua, richtig, ah, sehr richtig gut. Lecker. Cool. Ja, ich hab neulich mal, also ich nehme da auch mal die vegane Variante, da diese von Rügenwalder einfach genommen. Die war auch erstaunlich okay. Also ich hatte da jetzt keine Erwartung. Die Stadionwurst? Genau, die heißt irgendwie jetzt Bundesliga-Bratwurst oder genau, so. Da fand ich auch so okay. Alles klar, aber war gut. Ja. Ja. Die fand ich echt erstaunlich stabil. Es gibt aber da echt, die Auswahl ist ja mittlerweile riesig. Also das es gibt stimmt. Ja von fast jeder Marke. Welche ich nicht so gut fand, aber vielleicht war es auch die falsche Variante. Es gibt da ja auch mittlerweile verschiedene. Von Alnatura irgendwie. Da war so, dachte ich so, naja. Ja. Aber da, ich glaub, vielleicht war das auch nur, ich glaube, das waren so Mini-Würstchen, die fand ich nicht so. Ah, da bin ich auch mittlerweile echt vorsichtig bei den Bioladen Alternativ-Fleischprodukten, weil ich da schon viel zu häufig irgendwelche Fehlkäufe hatte und die dann zu sehr nach Seitan irgendwie geschmeckt haben und nicht so authentisch waren wie andere Sachen. Ja, kann ich verstehen. Ja, das ist dann, wenn das zu sehr so nach Weizen irgendwie. Ja, und so trocken irgendwie und nicht so eine richtige Haut hat, also die Wurst, und nicht so knackig ist, dann ist es irgendwie schon, ja. Worauf achtest du dann, was da für Inhaltsstoffe drin sind irgendwie? Nee, also da gucke ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig rauf, weil ich generell gar nicht so viele Alternativprodukte esse. Und wenn wir die dann kaufen, dann kaufen wir eigentlich immer das, was uns am allerbesten schmeckt. Und dann ist das egal, was das für einen Fettanteil hat oder ob da Zucker zum Beispiel drin ist. Dann gucken wir meistens eigentlich wirklich auf den Geschmack.
Ah ja, cool, genau. Ja. Wie machst du das? Ja, ich gucke mal so ein bisschen halt, also so, wenn das jetzt irgendwie, ist ja oft auf Weizenproteinbasis, dann denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt, was weiß ich, eine Wurst im Brötchen esse, dann quasi Weizen mit Weizen, ist ja nicht so relativ einseitige Ernährung, so, aber genau. Und dann noch ein Bier dazu. Ja, genau. vielleicht, um die Leute, die jetzt nicht so in der veganen Bubble drin sind, abzuholen, was bedeutet die vegane Lebensweise eigentlich? Kannst du ja vielleicht ganz gut, weil du ja jetzt schon 5,5 Jahre, hattest du erzählt vorher, als wir gesprochen hatten, vegan lebst. Was bedeutet vegane Lebensweise eigentlich? Also ich kann das jetzt natürlich nur für mich definieren, weil ich glaube, das würde jede vegan lebende Person vielleicht auch ein ganz bisschen anders definieren. Manche machen das ja aus ethischen Gründen, so wie ich, manche wegen der Gesundheit, andere wiederum aus umwelttechnischen Gründen. Und für mich ist auf jeden Fall vegan sein, so wenig Tierleid in der Welt anzurichten, wie es mir persönlich möglich ist. Also ich glaube, 100% vegan zu leben, das geht gar nicht, weil zum Beispiel irgendwelche Klebstoffe sind dann wieder auf tierischer Basis oder auch Bücher werden mit irgendwelchen tierischen Bestandteilen hergestellt oder manchmal sind Zahnpasta, Knochenmehl, also die Liste ist einfach so, so lang und ich versuche auf so viel zu achten, wie es mir möglich ist, aber alles da im Blick zu haben, ich glaube, das ist keinem Menschen so richtig möglich. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, es gibt ja dieses Label, dieses Vegan-Label. Und manchmal habe ich mich auch so gewundert, ja krass, okay, jetzt steht auf einem Wein oder so, ist vegan. Und denkt man so, okay, Wein ist ja eigentlich immer vegan. Ja. Könnte man meinen, aber es wird ja, glaube ich, teilweise durch Fischblasen oder so gefiltert. Genau. Irgendwelche solche Geschichten. Oder, oder irgendwie nimm zwei ohne Gelatine. Ja. So diese Soft-Dinger. Da meinte dann eine Kollegin, die Veganerin ist, auch, dass da quasi Blattläuse für den Farbstoff dann genutzt werden. Aber ja, das stimmt, so vollständig vegan ganz ist schon abstrus, was so in den ganzen Sachen drin ist, ja. Wo man sich noch nie drüber Gedanken gemacht hat. So mein, worüber Freundinnen von mir immer schon lachen, wenn ich im Restaurant bin und eigentlich ist mein Standardgetränk immer eine Apfelschorle. Und dann frage ich immer schon so ganz vorsichtig, ja, ich würde gerne eine Apfelschorle haben. Ist die Natur trüb? Weil dann ist sie eigentlich immer vegan, weil sie dann nicht geklärt wird. Und wenn sie dann sagen, ja klar, dann frage ich immer, und ist sie vegan? Also dann geht immer alles irgendwie los und ja, manchmal ist es dann auch ein bisschen unangenehm. Ja, das wollte ich dich eher auch fragen, wie ist das, weil das ist ja häufig so ein Klischee, irgendwie, dass man sich dann, also man muss ja den Leuten auch das irgendwie mitteilen, dass man Veganer ist, weil sonst können die Leute darauf keine Rücksicht nehmen. Ja. Wie machst du das so im Alltag, dass das chillig ist? Also zum Beispiel, wenn du bei Verwandten bist oder so und du weißt, die sind eigentlich eher so auf dieser Hardcore-Fleischesser-Seite und du denen sagst, Leute, so auch wenn ich jetzt hier bei euch zu Abend esse, ich esse jetzt garantiert kein Fleisch. Und also wie bringst du das den Leuten irgendwie bei? Dann? Ja, also Verwandtschaft, Freundeskreis, die wissen das nach 5,5 Jahren natürlich. Also da muss ich das eigentlich gar nicht mehr kommunizieren. Wenn wir dann zum Beispiel bei der Verwandtschaft von meinem Freund sind und da grillen wir, dann kommt es wohl auch mal vor, dass ich einen eigenen Grill mitnehme. Ach echt, das krass, ist dann, okay. Dann auch manchmal schon so, uff, aber unser Grill ist klein, den kann man auseinanderbauen, das passt dann. Und habe dann auch meistens meine eigene Grillzange dabei, einfach weil die Vorstellung irgendwie für mich schöner ist. Aber wenn ich jetzt jemanden ganz neu kennenlerne, dann ist das eigentlich meistens am Anfang gar kein Thema und ich versuche da auch eigentlich nicht, also kein Thema draus zu machen. Also man kennt das ja, hallo, ich bin Lena, ich bin Veganerin. Also so eine versuche ich irgendwie nicht zu sein und nicht so das Klischee zu bedienen. Aber da Essen ja auch irgendwie ein primärer Teil ist vom Zusammensein, Zusammentreffen. Ja, klar kommt das Thema dann irgendwann auf und dann versuche ich es einfach unkompliziert zu kommunizieren und ja, da nicht so einen riesen Fass draus zu machen. Und meistens kommen ja dann sogar Gegenfragen und dann hat man irgendwie einen netten Einstieg, ohne dass man das selbst so zum großen Thema macht. Ja, das finde ich auch immer ganz cool, wenn man das einfach so irgendwie mitkriegt und dann stellen die Leute Fragen und so. Also ich hatte auch jetzt bei, was ich zum Beispiel, einer Arbeitskollegin habe ich auch immer mitbekommen, die ist Veganerin so, und habe jetzt nicht irgendwie, also habe das einfach irgendwann gecheckt so. Und dann, also da kann man sich auch gut drüber unterhalten. Ist auch ganz cool, weil man hat ja mittlerweile, Gott sei Dank, so viele Optionen, dass man das oft gar nicht, also es gibt ja auch Leute, die essen zwar noch tierische Produkte, aber gehen mittlerweile mehr auf die veganen Produkte auch, weil diese Alternativen ja da sind. Und dann kriegst du es bei manchen halt erst dann mit, wenn sie es dir auch sagen, dass sie total halt vollständig vegan sind. So. Ja, und auch cool, dass du echt darauf achtest, so richtig, also mit, selbst mit der Grillzange und so. Wäre für mich, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriegen würde, aber Respekt auf jeden Fall, das ist cool. Ja, wirkt wahrscheinlich auf viele auch so ein bisschen sonderbar, aber
Ja, im Endeffekt geht es mir ja auch darum, dass ich mich dann wohlfühle und dann nehme ich halt meine eigene Grillzange mit, ja. Ja, aber du hast eben schon gesagt, über 5 Jahre bist du jetzt Veganerin. Wann, Genau. was war so, also wie ist das zustande gekommen? Du hattest vorher, als wir telefoniert hatten, auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass das für dich sehr besonders war, auch jetzt im Nachhinein, diese Umstellung. Ja, total. Also total das einschneidende Erlebnis. Also weil sich ja doch vieles im Leben verändert. Der Fokus verändert sich. Man selbst verändert sich durch so eine fundamentale Entscheidung irgendwie, weil man sich ja auch mit ganz anderen Themen beschäftigt. Irgendwie auch noch mal einen anderen Blick auf seine Umwelt und auf sich selbst irgendwie bekommt. Genau. Und bei mir war das so. Das war das Weihnachten quasi von vor 6 Jahren dann. Und da habe ich vegetarisch gegessen. Und ich vergesse immer seinen Namen, aber ein YouTuber, der, vielleicht kennst du den, der macht immer Experimente, dass er immer 2 Wochen oder einen Monat etwas ausprobiert und irgendwelche. Tomatolix? Ja, genau. Ja, den liebe ich. Ja, Ja, sehr ich finde geiler den auch Typ. Ja, richtig Shoutouts, klasse. auch wenn er mich nicht kennt oder so, aber der Ja, cooler Typ. ich Guckt euch finde den den mal auch an zu richtig Hause. Ja. cool, ja. Okay. Jedenfalls, der nimmt dann manchmal mehrere Tage, mehrere Wochen, wie auch immer, zum Beispiel irgendwelche Drogen, Alkohol, irgendwelche Pilze, testet das aus. Und sein krassestes Experiment war natürlich, dass er 30 Tage vegan gelebt hat. Naja, mit den Drogen kann das vielleicht nicht ganz mithalten, aber ja, das habe ich mir angeguckt, dieses Video. Und er war dann auch, wenn ich mich richtig erinnere, auf Biobauernhöfen und in anderen Betrieben, hat sich das alles angeguckt, hat das mit Ärztinnen irgendwie abgeklärt, alles, worauf er achten muss, und hat das seine Reise dann quasi verfolgt. Und dadurch, dass ich ja schon vorher Vegetarierin war, war ich mir über ein paar Sachen irgendwo auch schon bewusst. Also ich wusste, dass ich kein Fleisch mehr essen möchte. Und irgendwie hat mich das dann aber doch nochmal zum Denken angeregt. Okay, andere Menschen, die essen auch keine tierischen Produkte. Okay, warum? Und kriege ich das auch hin? Und bei ihm sah das jetzt irgendwie auch nicht so schwierig aus. Und er hat da, wenn ich mich richtig erinnere, auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und sein Fazit war dann im Endeffekt auch, okay, ich versuche das weiter in meinen Alltag zu integrieren. Und ja, das war dann irgendwie so, dass ich gedacht habe, okay, irgendwie könnte ich da doch auch für mich so eine kleine Challenge draus machen. Und was super cool war, dass meine beste Freundin sich in einer, also in der gleichen Zeit auch über solche Themen Gedanken gemacht hat, ganz viel bei Netflix geschaut hat darüber und da immer schon so war, oh, und das und das und das und Lena und hier und da und Hühnereier. Und da war ich immer noch so ein bisschen weiter weg von und dachte so, oh Mann, vegetarisch ist ja schon manchmal schwierig und ja, Charlotte heißt sie. Ja, okay, vielleicht irgendwann mal. Und dann hat das bei mir auch noch 2 Monate gedauert, also gebraucht, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich teste das jetzt für mich wirklich mal aus, ganz ohne Zwänge. Also ich teste einfach mal Produkte, die es gibt. Ich finde mich da rein. Wenn ich noch tierische Sachen esse, ist das auch gar nicht, gar kein Problem. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob das jetzt was für mich ist oder nicht. Und im Endeffekt fand ich es dann richtig cool und ich habe mich damit richtig wohl gefühlt und Hat sich quasi ein bisschen rangeschmeckt dann so. ja, total rangeschmeckt, das ist ja ein süßes Wort. Ja, genau. Und im Endeffekt, ja, hat es dann so gut funktioniert, dass ich dabei geblieben bin und dass dann meine beste Freundin danach auch, also ein paar Monate danach auch komplett vegan geworden ist. Also es war irgendwie ganz süß und es war total schön, dann im direkten Umfeld auch jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann und der weiß, was das für einen bedeutet und der das irgendwie auch mitmacht. Ich glaube, das hat es mir auch leichter gemacht, da wen zu haben. Und wie ist das, also wenn man damit anfängt, das ist glaube ich auch bei vielen Problemen, die es eigentlich machen wollen. Was hast du so für Tipps jetzt mit mehr als 5 Jahren Erfahrung, so was man am Anfang vielleicht für Fehler vermeiden sollte oder Ja. wie man das halt schafft, da auch Ja. dabei zu bleiben dann? Okay, also Tipp 1 würde ich sagen, nicht gleich Perfektionismus, also nicht perfekt sein zu wollen. Also ich glaube, es ist viel nachhaltiger, wenn man kleine Schritte macht und die dann überdenkt und nicht gleich von heute auf morgen sagt, okay, ich lebe jetzt vegan. Ich glaube, das funktioniert für nicht so viele Leute. Also ich glaube, für manche Leute kann das funktionieren und die brauchen dann auch diesen Cut. Aber ich glaube, für die meisten Leute, dass sie wirklich dauerhaft vegan sind oder dauerhaft etwas an ihrer Ernährungsweise ändern, ist wirklich Step by Step und ein Schritt, dann gucken, wie es ist und dann erst den nächsten. Und was, glaube ich, auch richtig wichtig ist,
dass man das Ganze mit Freude macht, dass man Spaß daran hat, dass man Freude hat, irgendwie neue Produkte zu entdecken, dass man Bock hat, dann vielleicht auch mal was Neues zu kochen, sich da ein bisschen ranzutasten. Und ja, also, und falls das irgendwen beruhigt, ich bin ja jetzt seit längerer Zeit Veganerin und jetzt habe ich erst wirklich das Gefühl, dass ich so wirklich richtig geil vegan kochen kann. Davor war das auch immer schon lecker und ich hatte so meine Gerichte, aber ja, das braucht halt alles ein bisschen Zeit, aber ich konnte davor auch gar nicht kochen, also. Okay, also hast du durch den Veganismus so ein bisschen kochen gelernt. Auch, und okay. Ja, also ich könnte natürlich jetzt kein Steak zubereiten, aber ja, meine vegan Soja-Schnetzel einweichen und geil anbraten und daraus irgendwie Gulasch oder Hühnerfrikassee machen, das beherrsche ich mittlerweile 11 von 10, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ah, okay. Ja, das klingt gut, ja. Was war so dein größter Fail dann so beim Kochen, wo du so dachtest so, boah, jetzt wollte ich irgendwas Cooles, Veganes kochen und am Ende war es so, naja. Also ja. Ich kann ja mal bei mir anfangen, ich hatte mal probiert, hier so veganes Rührei zu machen. Das geht ja einfach so mit Tofu und dann dieses, wie heißt das, Kala Namak? Genau, ist ja so die Geheimzutat, das ist ja so ein bisschen schwefelhaltig, dann riecht das ja so ein bisschen nach Ei auch. Und dann wusste ich aber nicht, dass man davon wirklich halt super wenig nur nehmen muss. Und dann hat halt, als ich das erste Mal das rausgeholt habe, direkt mal so ein paar, ich dachte so viel hilft viel, so ein paar, paar Mal draufgehalten da über die Pfanne. Und dann hat der ganze, kam meine Freundin rein und meinte, was riecht denn hier so nach faulen Ei? Aber was war so bei dir so das? Die Situation hatte ich übrigens auch mal. Ich habe Rührtofu mit ins Studienseminar genommen. Und dann haben wir das in der Pause gegessen, meine Freundinnen und ich. Und dann kamen auch nur Leute rein und meinte so, oh, wer hat denn hier gefurzt? Also es hat einfach so nach Pups gerochen. Ja, manchen vergeht da vielleicht auch ein bisschen der Appetit, weil es wirklich sehr schwefelig ist. Jetzt muss ich mal überlegen. Also ganz am Anfang ist mir auch nichts mit Tofu irgendwie gelungen. Ich habe das, glaube ich, immer viel zu scharf angebraten und hatte dann die Erwartungshaltung irgendwie, ich habe Lust auf Steak oder auf Schnitzel. Okay, ich brate mir jetzt Tofu an und dann ist da natürlich die Distanz dazwischen sehr groß. Also ich glaube, da darf man nicht den Fehler machen, irgendwie zu denken, dass das jetzt 1:1 so schmecken wird. Also ich sage auch immer gerne Alternativprodukte und zum Beispiel nicht Ersatzprodukte, weil, also, ja. Man muss ja nicht alles ersetzen. Genau, auch, ne? Und weil es meistens halt nicht 100% so schmeckt wie das Original, aber halt auf die eigene Art und Weise irgendwie lecker. Und ja, Tofu wird halt so zubereitet mit den Mitteln, die wir so zu Hause umsetzen können, halt niemals wie ein Steak schmecken, sondern immer ein bisschen anders, aber das ist dann auch okay. Ja, also ich hatte da auch etliche Tofu-Fails am Anfang. Und ja, so richtige Fails, abgesehen davon eigentlich nicht. Manchmal hat es dann halt einfach nur so mittelmäßig geschmeckt. Ja, aber gut, so das ist dann der schlimmste Fall. Also immer schön ausprobieren. Die Katastrophe gab es eigentlich nicht. Höchstens, dass mal was richtig doll angebrannt ist oder so, aber ja. Und hast du einen Tipp für die Leute zu Hause, wenn sie Tofu so richtig gut zubereiten wollen, irgendeine Marinade? Also man muss den ja so ein bisschen marinieren oder zumindest irgendwie würzen oder so, damit das auch nicht nur nach Tofu. Ich würde Naturtofu kaufen, am besten aus dem Asialaden und den dann so ein bisschen auspressen mit einem Geschirrhandtuch oder Küchenrolle. Und dann würde ich eine Marinade machen aus Sojasauce, Tomatenmark, vielleicht, wenn man es ganz fancy haben möchte, ein bisschen Liquid Smoke. Also dann gibt es halt nochmal dieses Räucharoma. Okay, wo kriegt man das? Liquid Smoke? Ich bestelle es immer bei Amazon. Ah, okay. Ja, ich habe gehört, also früher gab es das. Ist das ein flüssiger, Räucharoma irgendwie. Und das braucht man immer nur so 2 Tropfen. Und das macht manche Gerichte, das gibt manchen Gerichten einfach nochmal so den letzten Kick. Aber braucht man jetzt auch nicht zwangsweise. Das ist wirklich Feinschliff, genau. Das kommt dann vielleicht noch rein. Schöne Gewürze, irgendwie geräucherte Paprika, Knobipulver oder gepresster Knoblauch. Reicht eigentlich schon fast. Dann da den trockenen Tofu rein. Gut schütteln, vielleicht macht man es direkt in der Brotdose. Gut schütteln, dann ein bisschen ziehen lassen, vielleicht so einen Tag bis über Nacht. Und dann eine Marinade machen, einfach mit Semmelbröseln oder Panko-Flocken und anbraten. Das ist eigentlich schon ganz geil. Was sind Panko-Flocken? Asiatisch. Also es ist eigentlich nicht Paniermehl, es ist so ein bisschen gröber. Also wahrscheinlich auch so Brotkrumen.
Ah, oder okay. So. Und das gibt es auch so im asiatischen Supermarkt. Genau, dann. Das ist schon richtig lecker. Oder man macht halt noch so eine, ja, das ist dann eigentlich keine Panade, also dass man noch eine weitere Schicht quasi darum macht, wie bei der Panierstraße mit dem Schnitzel, dass man noch sowas aus Speisestärke und Wasser anmixt. Aha, weißt du, okay, wie ja, heißt ja, denn so, das? Ja. Ist das eine Panade dann? Ja, ich glaube, wenn man das ja vorher einweicht und so, genau. Ich bin auch also kein nach Koch dem da. Einweichen dann in so eine Speisestärke, vielleicht auch einfach trocken und Genau. dann anbraten, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Genau, wenn hier KöchInnen zuhören, gerne kommentieren oder uns schreiben bei Instagram, genau, wie man es am besten macht, dann können wir das ja ergänzen in dem Instagram-Post Ja, dann viele bei frieren den SBS. Tofu auch noch vorher ein, damit er noch eine bessere Struktur bekommt. Also das soll auch ein Trick sein, aber das habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Ja, ist krass, wahnsinnig sehr vielseitig der Tofu, also Tofu an sich. Es wird ja auch mal so ein bisschen als veganes Klischee dann gesagt, ja, ihr esst nur Tofu, also stimmt ja auch gar nicht wegen ganzen anderen. Ich meine, es gibt ja bis auf Fleisch und tierischen Produkten halt alles andere ist ja dann vegan, wenn es nicht mit, Total. genau, Ja. nicht mit tierischen Produkten eben ist. Apropos Vorurteile, wie ist das bei dir gewesen? Also es gibt ja dann dieses Thema, dass immer gesagt wird, ja, da hat man dann irgendwelche Mangelerscheinungen wenn man vegan lebt. Und eigentlich, also ich hatte eben noch mal extra nachgeguckt, das Einzige, was man ja wirklich supplementieren soll, ist ja Vitamin B12. Ja. Und der Rest ist ja eigentlich über eine ausgewogene Ernährung zu schaffen. Also Ja. zum Beispiel Eisenmangel ist ja auch so ein Klischee, stimmt eigentlich auch nicht, wenn man zum Beispiel Vollkornprodukte oder sowas isst. Total, wie ja. machst du das dann im Alltag? Also Ja. achtest du da sehr drauf irgendwie oder? Ja, da achte ich schon drauf. Also es ist mir auch wichtig, einerseits um anderen Leuten auch so ein bisschen zu zeigen, ja, guck dir mal meine Blutwerte an, die lasse ich immer regelmäßig, also kontrollieren, immer mit einem Abstand von ungefähr 2 Jahren. Ich glaube, jetzt wäre ich auch bald mal wieder dran. Genau, und ich nehme auch B12, habe ich auch von Anfang an gemacht und ja, habe da jetzt über die Jahre auch noch mehr so ein bisschen für mich aufgebaut, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, dass ich zum Beispiel Omega-3, dass es für mich auch leichter ist, dann einfach das Öl zu essen, anstatt immer so viel zu überlegen, okay, habe ich jetzt genug Walnüsse oder wie auch immer gegessen und dann, dass ich gut dabei bin und ja, dann ein bisschen entspannter bei der Ernährung sein kann und dass es dann auch voll okay ist, irgendwie mal einen Tag nur Fastfood zu essen zum Beispiel und dann nicht gleich zu denken, ah, was ist jetzt hier oder da oder ich müsste eigentlich. Ich glaube, dann ist man ein bisschen freier und kann sich zurücklehnen und hat trotzdem Top-Blutwerte. Genau, ja, Omega-3 für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ist ja eine von diesen zwei essentiellen Fettsäuren, so Omega-3, Omega-6 gibt es. Genau. Genau, und dann machst du das wahrscheinlich über so Algen. Genau, das ist ein Präparate, Algenöl. genau. Und was auch ganz viele Leute nicht wissen, das wusste ich auch nicht, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe wegen meiner veganen Ernährung. Fische essen ja die meisten Leute auch wegen Omega-3. Und die Fische haben aber auch nur, also produzieren Omega-3, weil sie die Algen essen, in denen das Omega-3 ist. Also kann man auch gleich Algen essen. Kann man eigentlich auch gleich Algen essen, genau. Also man geht gar nicht diesen Umweg und ja, lässt Tier sein und genau, schnabuliert dafür dann auch seine Algen einfach in Form von Öl. Ja, verstehe ich. Apropos Tier sein lassen, was ich sehr spannend fand, du hast ja auch, das sieht man ja auch bei Instagram auf deinem Kanal, eine Patensau. Also das ist eine Patenschaft für Hanna heißt sie, ne? Genau. Genau. Wie kam es dazu? Das würde mich, weil du hast ja gesagt, dir ist Tierwohl sehr wichtig und das ist auch einer deiner Triebfeder klingt so hochtrabend, aber so Motivationsgründe gewesen, jetzt vegan zu leben. Wie bist du darauf gekommen, eine Sau zu adoptieren? Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Zur Patenschaft, ja. Sorry. Ja, nee, alles gut. Und zwar hatte ich eine Kooperation. Das ist, ich glaube, das gibt es schon gar nicht mehr, aber das war so ähnlich wie eBay Kleinanzeigen, nur mit veganem Essen. Also, dass man dann in Braunschweig gucken konnte, okay, wer hat vegan gekocht und hat vielleicht was über oder hat direkt für andere mitgekocht und dann konnte man sich das bei den Leuten einfach abholen. Also eigentlich eine ganz coole Geschichte. Also und eine App, die du beworben hast. Genau, okay. Ja. Und um das gut bewerben zu können, habe ich dann natürlich auch was Leckeres gemacht, habe eine vegane Lasagnensuppe gemacht, auch richtig lecker. Und dann konnten die Leute das bei mir abholen und ich wollte mir das Geld, was ich damit verdient habe, natürlich nicht in die eigene Tasche stecken, sondern habe dann gesagt, okay, das, was ich dadurch einnehme und ich lege noch so und so viel dazu, das möchte ich gerne spenden, irgendwas mit Tieren und habe
dann dadurch bin ich in die Recherche gegangen und habe geguckt, was es vielleicht hier in der Nähe auch für Lebenshöfe gibt und bin dann auf das Land der Tiere gestoßen und die sind mir besonders hängen geblieben, weil das ein komplett veganer Lebenshof ist, weil ich finde es dann halt cool, wenn die Tiere gerettet werden und also das sind vor allem in Anführungszeichen Nutztiere und die Leute sich da auch vegan ernähren und dann nicht irgendwie die Eier von den geretteten Hühnern essen oder dann zu Hause sich ihr Steak in die Pfanne hauen, obwohl sie da gerade ein Schwein gerettet haben. Mm. Genau, dadurch bin ich da hängen geblieben und genau, habe denen das, also habe mir die Internetseite angeguckt und habe dann die sehr bewegende Geschichte von der besagten Zuchtsau Hannah gelesen und die ist wirklich so herzzerreißend und herzergreifend, ja, dass ich das Geld dann dahin gespendet habe und gesehen habe, okay, man kann nicht nur einmalige Spenden machen, sondern auch Patenschaften machen und genau, habe mir dann direkt mich als Patin angemeldet und überweise da meinen monatlichen Beitrag und fahre da gelegentlich hin, also war jetzt das zweite Mal dort und ja, bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ja, cool. Das heißt, also von dem Geld wird dann quasi das Leben der von Hannah quasi so, also die Pflege, ja, Futtermittel und so weiter finanziert. Und also vielleicht für die Leute, also ich kannte jetzt diesen Begriff Lebenshof vorher auch noch nicht. Mhm. Das ist ja quasi, also ist das gleiche wie ein Gnadenhof quasi? Ja. Da gibt es da einen Unterschied? Oder? Also Gnadenhof, also ich weiß nicht, ob das außerhalb meiner Bubble auch so ist, aber so bezeichnet man das eigentlich nicht mehr, weil die Tiere ja eigentlich nicht auf unsere Gnade angewiesen sind. Ja, ja, das sind, ist so ein bisschen, genau, ja, sondern genau, sie sollen also nicht, einfach genau ihr Ding machen, sie sollen leben schönstmöglich und genau, sind eigentlich ja, ich finde, Gnade würde dann wieder implizieren, dass sie unter uns stehen und so wie heißt das, Spezizismus? Ja, genau, Speziesismus, ja. Ja, genau. Ja, genau, ja. Deswegen finde ich Lebenshof als Bezeichnung irgendwie schöner. Ja, verstehe ich. Genau, das heißt aber, also Hannah kommt ursprünglich auch aus einer Zucht, oder ist eine Zuchtsau. Mhm, genau. Das heißt also, das Besondere bei diesen, ist nicht einfach irgendein Bauernhof, wo die Tiere einfach in Ruhe gelassen, ja, werden, sondern die kommen quasi aus einem Mastbetrieb oder genau, irgendeinem verarbeitenden, genau, Lebensmittelbetrieb. Oder halt aus einem anderen Notstand. Also da sind zum Beispiel auch Ziegen oder Schafe, die einfach aus schlechter Haltung kommen. Oder eine Geschichte ist auch total krass. Ich überlege gerade, ich glaube, das ist ein Schaf. Die wurde ein paar Dörfer neben dem Lebenshof bei so einer Kirmes quasi als Geschenk, also als Preis verlost. Okay, ach krass, sowas gibt es heute auch noch. Okay, ja, das fand ich auch richtig krass. Und dann hat irgendwer auf dem Fest dann gleich das Land der Tiere angerufen und hat gesagt, oh, das geht irgendwie nicht. Wir brauchen Platz, wo dieses Tier toll leben kann. Und dann haben sie das Tier dann auch aufgenommen. Also ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber ja, viele Nutztiere, ja. Und wann war es? Dann hast du Hannah das letzte Mal gesehen. Also der Lohof ist ja in Mecklenburg-Vorpommern, ist genau, das, ne? Genau, ja. Hm. Ich war letzte Woche Dienstag da. Ach krass, ja, ja, cool. Das war richtig schön, das kann ich jedem empfehlen. Also gerade auch so Zoos oder Ähnliches sind halt gar nichts für mich. Also ja, finde ich nicht gut. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn man Kinder hat oder so und nicht so gerne in den Zoo geht, dann ist das vielleicht eine coole Alternative. Ein Streichelzoo? Also es ist dann genauso? Also weil, wo die Tiere quasi ja zum... Ja. Anfassen auch schwierig, ne, wenn die nicht in Ruhe gelassen werden, genau, können. Genau, also beim Land der Tiere ist es auch so, wenn die Tiere keine Lust haben oder sich zurückziehen, dann werden sie auch in Ruhe gelassen. Also die Bedürfnisse stehen da eigentlich an erster Stelle. Beim Streichelzoo, ja, würde ich mich fragen, ob das auch immer so ist. Da gibt es bestimmt auch solche und solche. Ich glaube, manchmal ist es auch schwierig, wenn man jetzt ein Streichelzoo auch mit so Nagetieren oder so hat und der Zoo jetzt zum Beispiel, der auch einen Streichelzoo hat, vielleicht auch noch andere Tiere hat, dann werden die, glaube ich, auch häufiger mal verfüttert und ja, der Gedanke ist dann vielleicht auch nicht so schön. Ja, verstehe ich, ja, das ist klar. Nee, aber Hannah geht's gut. Hannah geht's gut, die genießt ihr schönstes Schweineleben da, badet, suhlt sich, ja, macht alles, was ein Schwein machen möchte, ist jetzt auch endlich mit ihren letzten Babys quasi zusammen, die sie dann noch zur Welt gebracht hat. Vorher in der Zucht. Genau, also davor wurden die ja immer logischerweise immer weggenommen, wenn sie die geboren hat, damit die großgezogen und geschlachtet werden können. Und ich glaube, der geht es jetzt richtig gut mit ihren drei Kindern da und mit den anderen Schweinen. Und ja, die bekommt da sehr viel Liebe, tolles Essen. Manchmal gibt es Wassermelone und ja, die ist da sehr glücklich.
Genau, und vorher war sie richtig in der Zucht, so wie man sich das vorstellt, in diesen, ich sag mal, Schockdokumentationen, so Ja. mit diesen Eingepferchten in einem, wo, also die liegen ja, also Ja. Säuer liegen ja quasi eigentlich ihr ganzes Ja. Leben lang in solchen Genau. Stellen. Also, wobei gibt solche und solche, natürlich gibt auch Ja. vielleicht bessere Betriebe, aber im schlimmsten Fall liegen die ja wirklich da auf kleinsten und sind Genau. da eingepfercht in so einem, ja, wie nennt man das, so Metallkonstruktion. Metallkorb, ja, ich glaube, den Genau. nennt man auch Ferkelkorb in der Landwirtschaft. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, oder Abferkelkorb oder irgendwie so. Genau, da sind die ganz eng eingesperrt, damit die Säue, wenn sie sich bewegen, nicht ihre eigenen Ferkel erdrücken, quasi, weil eine Sau ist wirklich sehr, sehr massiv, sehr schwer. Das passiert auch mit diesem Korb sehr schnell, dass da manchmal Ferkel unter den Körper kommen und dann plattgedrückt werden. Das habe ich leider auch schon häufiger mal in Reportagen gesehen. Also es ist wirklich schlimm und die Sau kann halt sich nicht bewegen. Das ist dann so, ja. Und dieser Metallkorb, der liegt da auch auf dem Lebenshof. Also den kann man sich dann auch angucken und sieht dann auf der einen Seite, okay, so hat Hannah vorher gelebt. Krass. Und so kann sie jetzt heute leben. Ja. Ja, heftig. Das muss man sich eigentlich mal so ein bisschen vor Augen führen. Du hattest ja auch vorher, als wir ein bisschen geschrieben hatten, ein bisschen telefoniert hatten, auch gesagt, dieses Thema, jetzt habe ich den, kognitive Dissonanz. Was meintest du? Also ich habe dich da auch gefragt, was meinst du jetzt mit kognitive Dissonanz in Bezug auf veganes Leben? So, Ja. was heißt das? Ja, also ich finde das Wort ganz spannend, weil ich das ganz lange Zeit, auch als ich schon Veganerin war, nicht kannte. Und dann bin ich irgendwann auf diesen Begriff gestoßen und dann hat für mich ganz viel Sinn ergeben, weil kognitive Dissonanz beschreibt eigentlich in jeglicher Hinsicht einen Zustand, wenn die eigenen Wertvorstellungen nicht mit dem eigenen Handeln übereintreffen. Also das kann auch zum Beispiel sein, dass man Kinderarbeit total schrecklich findet und dann trotzdem bei Shein seine Kleidungsstücke bestellt oder so. Also das gibt es in ganz vielen Bereichen. Und die kognitive Dissonanz in Bezug auf Veganismus kann dann zum Beispiel so aussehen, wie es bei mir früher auch aussah. Ich habe schon immer Tiere total geliebt und ja, hätte mich immer als Tierliebhaberin bezeichnet und habe auf der einen Seite dann zum Beispiel Hunde gestreichelt, mit Katzen geschmust, wie es, glaube ich, viele Kinder auf dem Dorf so machen. Und habe dann auf der anderen Seite meine Bratwurst auf dem Schützenfest gegessen und literweise Milch getrunken. Und ja, das passt dann nicht zusammen und das macht was mit der Psyche, habe ich gemerkt. Also ab dem Moment, wo ich mich dann entschieden habe, Veganerin zu sein und wo dann diese Aussage, okay, ich liebe Tiere und ich meine das so. Und mein Handeln, okay, ich verzichte auf tierische Produkte und ich suche mir was anderes, als das dann übereingestimmt hat, ist irgendwie wie so ein Ballast richtig von mir abgefallen. Also es war jetzt nie so, dass ich ein todunglücklicher Mensch war oder Depression hatte oder so, das gar nicht, aber ich habe schon immer so eine irgendwie so eine Schwere in mir gefühlt und das war dann echt weg. Weil du einfach dann das Gefühl hattest, du hast jetzt eine richtige Entscheidung getroffen Genau, irgendwie. und Und es ja, stimmt mehr mit deinen es Werten genau, es überein. stimmt. Ich lebe meine Wertvorstellung und ich glaube, das hat mir sehr, sehr gut getan, ja. Ja, cool. Das ist regt bei mir jetzt auch zum Nachdenken als jemand, der jetzt nicht vollständig Ja. vegan lebt. Ja, aber das ist ja auch ein Prozess. Also das hatte ich dir ja auch schon in unserem Telefonat erzählt, dass sowas ja ein Prozess ist und dass ja niemand von heute auf morgen vegan leben muss. Und ja, dass ein Schritt in die richtige Richtung oder der Stand, wo du jetzt bist, ja auch einfach schon richtig cool ist und dass du da stolz auf dich sein kannst. Du meinst jetzt, wenn man auch erstmal auf Fleisch verzichtet oder Genau, so? oder auch wenn man sagt, okay, ich esse jetzt nur noch an 2 Tagen die Woche Fleisch oder zum Beispiel bei meinem Freund hat das so angefangen, dass er gesagt hat, okay, ich esse nicht mehr in der Mensa Fleisch, weil er da auch schon mal immer so geguckt hat, ha, woher das wohl ist. Und das war dann so bei ihm der erste Schritt und das geht jetzt so die letzten Jahre immer weiter und immer ein bisschen mehr. Und er ist auch kein Veganer, aber da denke ich auch, ja, es ist cool, wie er das macht und er macht das in seinem Tempo und ich bin da richtig froh, dass er ja diesen Prozess durchgeht. Ja, ich weiß nicht, wann dein Freund studiert, aber ich muss einmal kurz eine Lanze brechen für die Mensa in Studentenwerk in Braunschweig. Die haben, da war ich nämlich von euch letztes Jahr hinter den Kulissen und die haben tatsächlich jetzt, glaube ich, sehr stark, also da gibt es, glaube ich, nur noch sehr selten dann Fleisch Ja. auch.
Und sehr viele vegane Alternativen, da hat sich echt viel getan. Also als ich studiert habe, war es auch noch total so, dass man, da gab es halt immer die klassische, halt die Currywurst, war halt Standard so und jeden Tag Schnitzel und so. Ja, da gibt es jetzt auch eine vegane Currywurst. Ich habe sie erst einmal gegessen, aber die war so lecker. Ich würde wirklich sagen, das ist eins meiner Top 3 Mensa-Produkte. Also richtig, richtig gut. Ja, cool. Bin da auch gerne. Apropos Studium und so weiter, du bist ja jetzt frisch gebackene Lehrerin. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gerade das Ref bestanden, was heißt, sagt man bestanden? Ja, doch. Kann man sagen. Kann man sagen. Bist an der Berufsschule in Braunschweig. Staatsexamen, ja, genau. Genau, an der Berufsschule in Braunschweig. Und also erstmal die Frage, wie schaffst du es so? Ich meine, LehrerInnenalltag ist ja sehr stressig, das weiß man ja. Also man hat wenig Pausen, irgendwie man nur muss dann auch noch, was weiß ich, kopieren gehen oder irgendein Kram. Ja. Ist ja der Klassiker so. Was machst du, wie ernährst du dich da vegan irgendwie so, dass es möglichst stressfrei ist, dann, wenn du wenig Zeit hast? Gute Frage. Heute Morgen hat es nicht so gut geklappt. Da habe ich ein Schokocroissant gefrühstückt, aber ansonsten versuche ich morgens halt schon einfach viel zu essen, viele Proteine und viele Kohlenhydrate, damit das ordentlich satt macht. Und dann habe ich in der Schule an so einem normalen 1. bis 6. Stunde Tag eigentlich immer nur einen Snack dabei, also irgendwie ein Riegel, vielleicht mal ein Brot oder irgendwie sowas Schnelles für zwischendurch, was man mal am Kopierer noch mampfen kann. Genau, und dann esse ich zu Hause ein schönes Mittagessen oder da auch noch mal irgendwie Brot oder was Schnelles, irgendwie vegane Spätzle mit Gemüse oder irgendwie was, was man in so in 15, 20 Minuten machen kann. Und dann nehme ich mir abends ein bisschen mehr Zeit. Also das geht eigentlich ganz gut. Was ist so dein Go-To-Snack, wenn du so gar keine Zeit hast und du weißt, irgendwie es soll jetzt irgendwie einfach... Meinst du jetzt in der Schule oder dann zu Hause? Ja, beides gerne. Oh, also... in der Schule mag ich häufig, also so die normalen Riegel, da gibt es ja ganz viele, aber an deftigen Sachen esse ich dann gerne so einen veganen Landjäger, den gibt es auch bei Dents oder Alnatura, das finde ich immer ganz geil, hat auch irgendwie 30 Gramm Protein oder so. Landjäger, also, ist das so eine Art Wurst dann oder? Genau, oder? Okay, die ist dann viereckig, also sieht auch ein bisschen anders aus, aber ist halt schön deftig, salzig und Trägt über den Tag, oder wie mein bester Kumpel sagen würde, es gibt richtig Tinte auf dem Füller. Schöne Grüße. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall richtig lecker, oder was ich auch gerne mag, immer mal dabei habe an deftigen Sachen, sind dann diese recht neuen veganen Würstchen mit Chili von der Rügenwalder Mühle. Magst du die? Ja, ich glaube von einer anderen, wie heißt das, Billy Green? Ach genau, Billy Green, das meine ich. Die finde ich auch mega. Die habe ich jetzt auch einem Kumpel gezeigt, der eigentlich auch überhaupt kein Veganer ist oder so. Und ich bin ja, wie gesagt, auch kein, aber die fand ich auch so mega. Er hatte die jetzt auch ich hatte ihm das letzte Mal die mitgebracht oder ihm gesagt, hier komm, lass die mal kaufen. Mhm. Und jetzt waren wir wieder beim Fußball gucken, dann hatte er die plötzlich mitgebracht. Ach, weil er auch meinte, ja, hast mich angesteckt. Ja. Keine Werbung jetzt an der Stelle. Ich meine, wir haben ja schon viele Marken genannt und so. Also man kann sich da ja mal durchprobieren. Ja, aber freut dich das dann auch so, wenn Leute dann sowas von dir, so einen Tipp vegetarisch oder vegan dann aufnehmen und das dann selbst auch umsetzen? Also mich macht das immer richtig froh. Ja, doch, also schon. Also ich habe jetzt da jetzt kein großes Anliegen, sag ich mal so, aber mich freut es, wenn Leute schon irgendwie das aufgreifen. Ich auch. Apropos, also Schule hatten wir ja eben schon drüber gesprochen. Mhm. Du hast ja auch jetzt, bist ja auch zweifache Klassenlehrerin. Ja. Viel Arbeit, aber du hast zum Beispiel eine Klasse, die ist ja auch relativ besonders, ne? Ja. Was ist das für eine Klasse? Das ist eine Berufseinstiegsklasse und das Besondere ist, dass das eine SI-Klasse ist, also die nennt sich Sprache und Integration. Mhm. Das sind dann Jugendliche, die aus anderen Ländern kommen, zum Beispiel aus Syrien oder anderen Ländern, Afghanistan oder auch aus irgendwelchen anderen europäischen Ländern und dann einfach da sind, um Deutsch zu lernen. Ich bin deren Deutschlehrerin, bin ja jetzt auch deren Klassenlehrerin, hatte die heute den ersten Tag. Genau, und bin jetzt mit denen dabei, über das Jahr ganz viel Deutsch zu lernen, damit die dann hier einen Berufseinstieg gut schaffen, ihren Hauptschulabschluss dann bald machen können und dafür das Werkzeug in die Hand bekommen. Ah ja, dann unterrichtest du vor allem Deutsch dann erstmal? Genau, oder? Dort unterrichte ich nur Deutsch, ja. Ich bin Deutschlehrerin und mache noch Raumgestaltung und Farbtechnik. Das spielt jetzt bei denen keine Rolle, aber ja, für die bin ich mit Deutsch da. Ja, cool. Und wie läuft es an bisher? Bisher jetzt erste Woche ist rum, ne?
Genau, also heute war mein erster richtiger Schultag. Letzte Woche waren nur unsere Gesamtkonferenzen, also da hatte ich Ach noch gar so, keinen okay. Kontakt mit der Schülerschaft, aber heute genau war der erste Tag und das war super, super schön. Also ganz angenehme Leute, sehr aufmerksam, sehr gewollt und so motiviert. Ich war heute ganz erstaunt. Ich hatte für zwei Blöcke Unterricht vorbereitet und war dann nach einem Block schon mit denen durch, weil die einfach so wissbegierig waren und so auf Zack waren. Und ja, dann war ich erstmal nach der großen Pause so, oh, was mache ich denn jetzt mit denen? Und habe mir dann noch ein bisschen was organisiert und ja. Also muss es quasi noch Ich musste noch nachliefern, weil du gar nicht mehr nachlegen, genug ja, Aufgaben hast. Ja, das genau. ist ja cool, das hat man ja selten Ja, wahrscheinlich genau, als. sonst zieht sich das manchmal wie Kaugummi, aber die waren einfach so auf Zack und das macht dann als Lehrerin natürlich auch total glücklich und das war ganz schön heute. Ja, cool. Apropos, wo wir schon bei Braunschweiger Berufsschule waren, ich habe ja immer noch zum Abschluss die Kategorie Best of Braunschweig, aber wir machen heute natürlich die Vegan-Edition Oh, mit wow, ich bin dir. gespannt. Genau, fangen wir einfach mal direkt an. Ja. Bestes veganes Café in Braunschweig. Oh, also bei mir wechselt das immer, muss man ein bisschen dazu sagen. Aber gerade würde ich sagen, das Café Krokos. Aha, Das ist ja. im östlichen Ringgebiet. Kennst du das? Ja, wie heißt der Platz? Das ist ja da an diesem Kreisel, Genau, ne? an dem Genau, Kreisel da kann war ich ich dir auch jetzt schon mal. Das leider ist auch ja nicht cool. sagen. Aber der Cappuccino schmeckt richtig gut. Die Leute sind einfach total lieb. Ich liebe es, da zu sitzen, die Leute zu beobachten, wie die da mit ihrem Fahrrad um den Kreisel fahren. Und es gibt super leckeres veganes Bananenbrot oder auch Kirschkuchen. Auch sehr, sehr lecker. Und ja, einfach schön da. Genau, Nähe Wasserturm ist auf jeden Fall. Mir fällt der Genau. Name, das ist nach einem Künstler bekannt, der jetzt auch benannt, der jetzt auch im Herzog Anton Ulrich Museum letztens so eine Sonderausstellung hat, aber mir fällt der Name beim besten Willen nicht Ja, auf ein. jeden Fall an der Genau, Fassadenstraße da, Fasanstraße, genau. genau. Cool, ja, sehr cool. Café Krokus. Bestes veganes Restaurant in Braunschweig. Also wenn man mal so richtig Oh. essen gehen will. Also wenn man richtig lecker, Schmecker essen gehen möchte, würde ich immer das Restaurant Safran an der Helmstedter Straße empfehlen. Ja, da beim Schöttenstädter Turm ist das, ne? Da, wo es irgendwann Genau, gebrannt hat, jetzt gebrannt so halt, von. ja, Genau. genau. Also ich wusste nicht, dass afghanisches Essen mein Lieblingsessen ist. Dort habe ich es erfahren. Wirklich so, so lecker. Und da kann man super vegan essen. Häufig steht nur vegetarisch da dran, aber man muss dann nur sagen, dass man sich vegan ernährt. Und dann meistens ist es nur ein Joghurt-Dip, der dann weggelassen wird. Und dann sind die Sachen vegan. Und ich mag generell auch so indisches Essen zum Beispiel super gerne. Und es geht für mich so als kulinarischer Laie in eine ähnliche Richtung, aber afghanisch, da geht für mich echt nichts drüber. Ja, krass, cool. Ja, da muss ich auch unbedingt mögen, das habe ich schon lange auf der Bucketlist stehen. Ich Ja. finde auch, ich glaube, also zumindest für Vegetarier, Veganer gibt es auch, finde ich, indisch auch immer gut. So hier Ja. Bhatsha zum Beispiel, Ja, da bin ich auch Magni-Viertel, gerne, ja. Bollywood Chili, Ja. genau, dieses India-Haus da, Mahangmarkt und so kann man mal ausprobieren, Ja, glaube ich. Ich glaube, da gibt es schon ein total. paar Ja, vegane Gandhi Optionen gibt es auch. ja Ne? noch. Genau, stimmt, Gandhi gibt es auch Ja. noch, ja, Bei Bhatcha genau. ist es halt mega geil, da gibt es ja sogar veganes Naanbrot. Das ist dann immer noch so, weswegen ich mich dann meistens für Bhatcha entscheide. Das Ja. kleine i-Tüpfelchen, ich weiß gar nicht, wie es bei den anderen aussieht. Ja, aber bei Gandhi ist das nicht vegan, ja. Ah, okay, gut. Da kennst du dich echt so gut aus, dass Ja. okay. Was wäre so außer afghanisch-indisch? Irgendwie hast du noch irgendwas? Richtig Restaurant, da geht auch Imbiss. Imbiss auch immer gern. Also, ich liebe natürlich auch Falafeli. Also, ich finde, das sind die besten Falafeln der Stadt. Und da hole ich mir immer einen Falafel-Sarge. Da ist das Brot noch ein bisschen anders als beim Falafel-Wrap. Finde ich auch richtig, richtig lecker. Oder wo ich momentan auch viel zu oft zu finden bin, ist Frittenwerk. Ah Das finde ja. ich auch richtig lecker. Da gibt es auch vegane Churros und ich esse da immer gerne die, ich vergesse immer den Namen, aber mit Avocado und aufgeschnittenen Tomaten. Und da gibt es auch Currywurst und so und Alles vegan dann, veganes okay. Hack und weiß der Geier, richtig lecker. Ja, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Das ist ja da irgendwo, warte mal, Kohlmarkt in der Genau, Nähe, ne? Kuhmarkt, Genau. ja. Ja, cool. Ja, cool. Dann, genau, zum Abschluss haben wir immer noch eine Spotify-Playlist, die Yes-Playlist. Was ist gerade, ich meine, veganen Sound gibt es jetzt nicht, aber was hörst du gerade so für Mucke? Ich höre gerade viel Post Malone eigentlich und ganz neu von, also das Lied ist nicht neu, aber das höre ich total gerne. Das habe ich auf dem Weg zurück vom Lebenshof mit meinem besten Freund total viel gehört von Mine, das Lied Klebstoff. Irgendwie hat das was für mich. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber das höre ich gerade sehr viel auf Dauerschleife.
Ja, cool. Packen wir auf die Playlist. Ich packe noch auf die Playlist Lasciami fare von Wanda, weil gestern war, glaube ich, eins der ersten hier von Wolters Applausgarten-Konzerte Ja, von Wanda. genau. Da war ich mit meiner Freundin, das war sehr Ach cool. cool, ich war auch fast Genau. da, Ach, aber nur fast. fast. Ja. Woran hattet ihr legen? Abends hat mich noch oder am späten Nachmittag eine Freundin angerufen und hat gefragt, ja, Lena, willst du spontan mitkommen? Wir haben noch eine Karte und ich war aber so fertig und ich hatte noch überlegt und habe dann aber gesagt, nee, ich mache heute einen ruhigen, aber ja. Tja, hast du was verpasst? Ja, glaube Naja. ich dir. Naja, trotzdem. Dann das nächste Mal, ne? Ja, genau. Ich habe mal ein bisschen eingekauft, weil ich finde, vegane Schokolade ist gar nicht so einfach, vor allem wenn das nicht so eine Zartbitter-Variante ist, sondern eher so in die hellere Richtung geht. Kannst dir Aha. gern was abbrechen. Ah ja, okay. Ah, und das ist, ah, das mit Nüssen, okay, Haselnüsse, Ich okay, hoffe, du sehr hast cool. keine Allergie. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Ich bin zum Glück nicht so allergisch. Sehr Ja, gut. soll ich mal probieren? Probier Oder mal. willst ja, okay. Schön cremig, oder? Die Milch, aber die kennst du ja schon, ne? Genau. Aber die kann ich empfehlen, wenn man vielleicht noch nicht so den Bezug zur Hafermilch hat. Oder sagt, Hafermilch schmeckt nicht so nach dem Motto, dann kann man. Genau, vielleicht ist das ganz gut für den Übergang, auf Dauer vielleicht ein bisschen teuer. Kennst du den Eiersalat? Ah ja, nee. Nee? Was ist das für einer? Von Pop, den gibt es aber auch von den Eigenmarken von Edeka und so, also den kann man auch sehr günstig erwerben. Das ist der Wahnsinn. Weil ich finde, so veganen Fleischsalat oder so haben viele schon gegessen. Falls ihr mich schmatzen hört, ist immer noch die Schokolade. Genau. Ach, cool, Warte, ja. ich habe so Knäckebrot einfach mitgebracht. Das ist auch vegan. Ah ja, steht hinten drauf sogar, Klaro. ja. Und vorne mittlerweile sogar auch, wow. Ich muss ins Mikrofon sprechen. Genau. Das ist ja echt cool. Ich reiche es dir einfach mal so rüber. Vielleicht reicht dir auch eindippen oder ob das. Ja, was ist das jetzt da drin in diesem Eiersalat, was da quasi der Ersatz ist dann, also statt Ei? Selbst einmal Es riecht auf nachlesen. jeden Fall auch nach Ei. Ja, Vielleicht ist ne? das auch Kalanamak. Auf Basis von Rapsöl und Kichererbsenerzeugnis. Ah ja, Also Kichererbsen. Kichererbsenmehl. Also ist natürlich jetzt kein gesundes Produkt, aber ich finde immer. Besser ungesund statt nicht vegan. Ja, das Hier, sowieso. bitteschön. Danke. Und ja, ein tierischer Eiersalat wäre ja auch ein hochverarbeitetes Produkt. Also es nimmt sich halt nichts und dann, ja. Weil viele ja immer sagen, dass das ja so ungesund ist und die Zutatenliste so lang ist. Und ja, es ist halt ein verarbeitetes Produkt und dementsprechend sieht die Zutatenliste auch aus. Und es ist bestimmt nicht was für, ja, dass man das die ganze Zeit nur isst. Aber mal finde ich das echt richtig lecker. Ja, ist immer, ich meine, ist ja grundsätzlich so, ne? Besser selber irgendwie kochen, aber wenn man mal Ja, keine Zeit hat, dann muss eben. mal was anderes ran. Total. Also ich bin Cool. gespannt, was du sagst. Ja, ich probiere mal. Willst du auch, oder? Nee, danke. Ah, okay. Hab gerade noch Mittag Ah gegessen. ja, genau. Nee, bei mir passt es sehr gut. Ich hab nur einen Salat zu Mittag gehabt. Deswegen, aber ja, das erste Mal, glaube ich, veganer Eiersalat. Ich bin Mega. gespannt. Ja, krass. Also, ich schmeck den Unterschied auf jeden Nee, Fall nicht, ne? nee. Auch die Stücke, also es gibt ja auch so Eigelb-Stücken da drin und Eiweißstücken, also es schmeckt so authentisch. Ja, richtig cool. Finde ich auch Ja, gut. sehr cool. Eine Sache hätte ich noch, wenn wir noch Zeit haben. Der, unser, Veganes ähm, Essen immer. unser Kameramann Lars nickt. Genau. Ja, Für auch veganes ein Essen immer, sagt er. Er ist Veganer. nämlich auch Veganer übrigens, für alle, die es nicht wissen. Wir sind in der Überzahl. Ja. Wir haben die Braunschweiger Zeitung Ich eingenommen. werde jetzt hier, ich werd jetzt hier festgehalten und vegan gemästet. Hilfe, Ja, Hilfe. du musst das essen. Ja. Oh, ich glaube, ich krieg das jetzt leider hier gar Nee, nicht ist wirklich auf. gut. Ja, ich knusper hier mir so ein bisschen einen rein nebenbei. Ja. Mach ruhig in Ruhe. Ja, ich glaube. Ah Sehr ja. gut. So hilft man Ich sage ja, wir sich. brauchen eine Showküche, dann wäre es Ja, einfacher. das wäre cool. Danke dir. Yes, das YesBS-Kochformat.
Da, ich pitch das mal. Ja, ich wäre dabei. Genau, kannst du direkt nochmal zu Gast sein. Ja. Mega, danke dir. Genau. Genau, und das ist jetzt ein besonderer Tofu oder das einfach Räuchertofu? Ein besonderer oder? Tofu. Eigentlich kaufe ich immer einen anderen. Also ehrlich gesagt kenne ich diese Sorte auch nicht. Ich kaufe nämlich immer von Tukan, heißt die Marke. Gibt es im Bioladen oder auch manchmal bei Rewe oder Edeka. Bist du von denen gesponsert? Nee. Okay, dann ist okay. Und die machen halt sehr hochwertigen Tofu, den man halt auch einfach so wegschnabulieren kann. Der Kameramann Lars meinte mich auch gerade zum Beispiel, dass er nicht so gerne einfach so Tofu snackt. Aber wenn man diesen Tofu kennt, dann kann man den auch einfach so aufs Brot essen oder pur essen. Mhm. Ich reiche dir das mal rüber. Ah ja, oh, danke. Ja, ich habe jetzt leider vergessen, wie es heißt. Es gibt auch so einen Tofu, der ist so quasi schon so vorgetrocknet irgendwie aus China. Mhm. Weil ich habe nämlich, also die Freundin von einem Kumpel von mir ist, hat chinesische Wurzeln. Die meinte neulich, den gibt es eigentlich in Deutschland quasi nie. Mhm. Aber vielleicht ja in den Asiamärkten, müsste man mal suchen. Müsste mal googeln irgendwie die verschiedenen Tofu-Sorten. Wie heißt der denn? Der aber ist komplett ist der so, getrocknet. Genau, der ist so kross dann wohl schon so ein bisschen. Wie den kann man dann gut für Salate und so benutzen auch, meinte sie. Also davon habe ich wirklich mal, noch nie gehört. Ja. Hack da gerne nochmal nach. Ja, genau. Vielleicht packe ich es in die Beschreibung auch bei Spotify oder so. Genau. Genau, und das ist jetzt, ja, genau, Tukan, Sesam-Mandel, ja, sehr gut. Mhm. Und sonst immer der Schwarzwald-Tofu oder der Räuchertofu von denen. Mhm. Mhm. Und was sagst du? Ja, es ist also für so einen herzhaften Snack auf jeden Fall echt cool. Da muss man ja fast nichts mehr dran, irgendwie vielleicht noch so einen kleinen Dip oder so. Genau, und fertig. Aber ansonsten, genau, für einen schnellen Hunger. Ja. Das ist schon mal sehr gute Option, ja, krass. Und die Schokolade, die gibt's wo? Ja, das ist eine Rarität in Braunschweig. Ich kenne nur den Rewe an der Hamburger Straße, der die hat. Sonst habe ich sie sehr selten gesehen. Mhm. Ich glaube bei Globus und bei Dance. Globus also, und Dance macht, na siehst du. Okay, also, na siehst du. Globus, Dance und jeder Biomarkt, sagt unser Vegan-Experte Lars aus dem Hintergrund, aus dem der genauso gut das Interview hätte führen können, weil er ist nämlich auch schon bekennender Veganer seit ein paar Jahren. Mhm. Ja, vielen Dank für diese leckeren Snacks. Sehr gerne. Genau, ich würde sagen, damit rappen wir diese Rubrik hier ab und schalten zurück zum nicht-snackenden Joschka in die Abmoderation. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, war sehr cool. Und Leute, in 2 Wochen geht's weiter. Bis dahin, ciao. Tschüssi.